Was geht ab, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Weekly Vegans vegane Neuigkeiten. Im Überblick kurz und kompakt wie immer für euch. Und heute gibt es ein paar richtig kurze, aber richtig geile, knackige Themen mit ein paar neuen Produktvorstellungen. Ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit und springen in die erste Nachricht. Ja, was soll ich sagen? Als ich das gesehen habe und gehört habe, da kamen wieder ein wenig Kindheitserinnerungen hoch. Fast jeder hat sie in ihrer Kindheit geguckt. Hier geht es um eine Kindersendung, die informativ ist und es ist, glaube ich, mit einer der bekanntesten Sendungen überhaupt für Kinder. Es geht hier um die Sendung mit der Maus. Und die Sendung mit der Maus war mit ihrem Produktionsteam bei einem veganen Lebensmittelhersteller. Und zwar kennt ihr die vielleicht. Die nennen sich Berief Foods. Und Berief Foods haben sich spezialisiert auf vegane Pflanzendrink-Alternativen. Heißt also vegane Hafermilch, vegane Mandelmilch, vegane Reismilch. Alles, was dazugehört. Die sind mittlerweile relativ breit aufgestellt in dem veganen Pflanzendrinkmarkt. Und die Sendung mit der Maus war dort 2 Tage zu Gast. Haben sich da mit allen möglichen Kram beschäftigt. Ja, so ein bisschen dokumentiert, wie die das Ganze herstellen etc. Also finde ich ganz cool. Und falls ihr die Sendung mit der Maus verpasst habt, wovon ich schwer ausgehe, könnt ihr gerne in der ARD-Mediathek zum Beispiel einmal das Video nachgucken. Bevor wir gleich zum Hauptthema kommen, gibt es noch eine richtig coole Nachricht aus dem Nachbarland Österreich. In Österreich, speziell in Wien, da gibt es nämlich ein Hotel, was jetzt auch so langsam in die Richtung von veganen Alternativen geht, damit sie einfach auch ein breiteres Publikum und ein breiteres Gästespektrum abdecken können. Das finde ich ganz cool. Hier geht es speziell um das Hotel Sacher. Das ist nämlich in Wien und das bietet jetzt auch für vegane Gäste ein veganes Schnitzel von Greenforce an. Denn Wien ist ja sehr bekannt für ihr Wiener Schnitzel. Und jetzt könnt ihr das genau dort auch als vegane Variante mal probieren. Und das vegane Wiener Schnitzel könnt ihr gerne kombinieren mit dem klassischen Erdapfelsalat, wie er dort genannt wird. Und vielleicht mit einem kleinen Beilagensalat mit einem Gläschen zu trinken. Vielleicht kann man da ja auch essen und speisen, obwohl man da kein Gast ist. Ich merke schon, wir haben hier sehr viel Potenzial für sehr viele andere Themen noch. Und ich lade euch natürlich herzlich dazu ein, die noch nicht am Start sind, sehr gerne ein Teil der Community zu werden. So, wir haben jetzt Halbzeit und die Erinnerung für euch nochmal. Wir haben einen veganen Merch-Shop, der nennt sich Vegan Attitudes. 100% Bio-Baumwoll-T-Shirts mit richtig coolen, fancyen Sprüchen drauf. Ein paar Grafiken sind auch schon dabei. Ich freue mich riesig, wenn ihr einmal drauf guckt. Das Ganze könnt ihr verschenken, selber tragen zu verschiedenen Anlässen. Es ist für jeden was dabei und wenn ihr da bestellt, dann unterstützt ihr natürlich auch diesen Kanal damit. Umso mehr Ressourcen wir haben, desto mehr aufwendige und fancyere Videoideen können wir umsetzen. Also freue ich mich riesig über die Unterstützung von euch. Der Link ist unten in der Videobeschreibung und machen wir weiter mit dem nächsten Thema. Die nächste Firma hat wieder ein neues Produkt auf den Markt gebracht, um ihr Produktsegment zu erweitern. Es ist unglaublich, eigentlich haben sie mit dem Bereich nichts zu tun gehabt, sondern eher im Fischbereich unterwegs gewesen. Es geht um Iglo und Iglo hat jetzt nicht nur vegane Nuggets, sondern auch vegane Cheese Nuggets, also richtig abgefahren. Die haben sie jetzt als Erweiterung und als Ergänzung mit in die Produktlinie mit aufgenommen. Mit diesen veganen Cheese Nuggets wollen sie natürlich auch ein bisschen jüngeres Publikum ansprechen. Finde ich das ganz cool, dass sie das auch so offen kommunizieren. Die veganen Nuggets, die sind auf Basis von Weizenprotein und die Käsealternative, die ist auf Basis von Kokos. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze schmeckt. Ist jetzt im Tiefkühlregal zu erwerben und machen wir schon weiter mit dem Hauptthema. Diese exklusive Nachricht, die ist fast überall untergegangen und ich habe sie tatsächlich selber gehört von einer Bekannten, wo wir gerade eine Umfrage gemacht haben im letzten Video und das hat sie mir nämlich gesagt. Gestern hat der Vegetarian Butcher, sag ich das was, ja, den veganen Dönerspieß gelauncht. Also am Spieß, okay, den du auch wirklich dann tatsächlich wie im echt normalen Dönerladen mit, okay, der Maschinerie quasi, ja, ja? Sieht mega cool aus. Breaking News, Leute. Es ist einfach so abgefahren. The Vegetarian Butcher hat in Zusammenarbeit mit Düsgün Foods einen kompletten veganen Dönerspieß am Stück hergestellt und zusammen entwickelt. Es ist einfach der Hammer. Der ganze vegane Dönerspieß ist, haltet euch fest, satte 13 Kilo schwer. Und wie es bei normalem Fleisch der Fall ist, können sie wirklich in den Dönerläden an diesen vertikalen Geräten hängen zum Grillen. Und ihr könnt euch da dann veganen Döner lecker vom Stück abschneiden lassen. Es ist der Hammer. Ich hoffe, dass es bei mir in der Nähe irgendwann mal einen gibt. Ansonsten ist mir das auch egal. Ich fahre da gerne hin und probiere den ersten veganen Döner am Stück. Ja, ich bin ziemlich gehypt, wie ihr hört. Und freue mich riesig, dass es jetzt da auch einen Schritt weitergeht. Finde ich als Erlebnis
richtig, richtig cool gemacht. Welche Nachricht fandst du heute am besten oder am interessantesten? Welche hat dich am meisten abgeholt? Sag es mir sehr gerne unten im Kommentarbereich. Ich melde mich ab. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bleibt gesund. Und das Support-Word für alle Last-Second-Supporter ist heute Fleischalternative.